Für den Künstler Harry Herrmann war das Naturerleben zeitlebens eine Triebfeder künstlerischen Schaffens. Aber nicht etwa die Natur des hiesigen Siebengebirges, sondern die rauen Landschaften des Ural und Sibiriens. Denn dort stammt Harry Herrmann trotz seines amerikanisch klingenden Namens her. Herrmann wurde 1940 in Schönfeld im Saratow-Gebiet an der Wolga geboren. Vom Vater bekam Harry nicht nur den amerikanischen Vornamen, sondern auch seine Leidenschaft für die Kunst vererbt. Es war der größte Wunsch des Vaters, dass Harry auf eine Akademie geht. Während der Dreharbeiten zu diesem Film arbeitete Harry Herrmann an dem Bild Neunte Sinfonie. Musik auf die Leinwand zu bringen, ist für den Künstler eine seiner größten Herausforderungen. In der Musik ist das so, habe ich gesagt, warum kann man abstrakt, die Musik ist abstrakt. Jede Sinfonie, das ist eine abstrakte Komposition. Und im Bild habe ich gedacht, wie kann man jetzt ein Bild abstrakt machen? Seine Musikwerke versuchen Klangassoziationen durch ein Gerüst geometrischer Figuren. Sie zeigen Chaos und Ordnung, Strukturen und Farbballungen. Von 1961 bis 1966 besuchte Harry Herrmann 5 Jahre lang die Kunstschule in Jekaterinburg, um Design zu studieren und ein Diplom zu erlangen. Harry Herrmanns Malerei changiert zwischen abstrakten und realistischen, komikhaften und selbstironischen Bildern. Gemeinsam ist allen die Lust des Künstlers an starken Farben. Also ich hatte mal eine Ausstellung und ist einer gekommen und gesagt, oh, das ist die russische Schule. Hat er sich umgedreht und ist weggegangen. Ja, denke ich, was soll das jetzt? Bei mir sind die Werke alle unterschiedliche. Das sind die verschiedenen Techniken, das sind die verschiedenen Künstler, verschiedene Richtungen. Was ist das? Ich versuche zu jedem Bild das Gesicht zu finden. 1971 ging Herrmann als Bühnengestalter an den Kulturpalast in Perwo-Uralsk, etwa 40 Kilometer von Jekaterinburg entfernt. In seinen großformatigen Bildern wendet sich Herrmann der Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Themen zu. Die Titel seiner Bilder sind oft sarkastisch und bitter, etwa bei dem Bild Spaßgesellschaft, in der sich Menschen heute durch Kriege definieren. Da bekommt das Wort Spaß einen resignativen Beigeschmack. Die gesichtslose Menschenmasse ist ein häufig auftauchendes Motiv. Verführbar, kritiklos, unberechenbar, gefährlich. Für einen Künstler in der stalinistischen und nachstalinistischen Ära in Russland bot die Ausbildung zum Bühnenkünstler die intellektuelle Auseinandersetzung mit Dramaturgen, Regisseuren und literarischen Vorlagen. Und die Ausbildung bot auch intellektuellen Freiraum. Der Bühnenbildner in Harry Herrmann ist nicht zu verleugnen. Seine Werke sind groß, nach außen gerichtet, auf Wirkung bedacht. Er nutzt ein Konglomerat verschiedener Stile, von der Collage bis zu farbigen, figürlichen Aphorismen. Das Studium der impressionistischen Meister findet sich ebenso in seinen Werken wie etwa fantastische Anklänge, etwa an Maler wie Hieronymus Bosch. Es gibt Künstler, die ihre Werke mit ohne Titel kennzeichnen. Nicht so Harry Herrmann. Der wählt die Bildtitel ganz bewusst. Er will neugierig machen, zum Diskurs anregen, dem Betrachter eine erste Begegnungsebene bieten. Weil viele seiner Verwandten, vor allem aber seine Mutter, in den Westen übersiedelte, zog auch Herrmann 1993, nachdem seine Frau nach schwerer Krankheit starb, mit seinen Kindern nach Deutschland. Erst nach Grenzach-Wühlen in Baden-Württemberg. Seit 1999 lebt er in Bonn. In Selbstbildnissen setzt sich Herrmann mit seiner Existenz als Künstler auseinander, oft ein Drahtseilakt zwischen Existenznot und künstlerischer Entfaltung. In seiner pointiert sarkastischen Darstellung spiegelt sich zuweilen Verbitterung. Denn Herrmann musste bei seinem Umzug die sichere Position des Bühnenbildners aufgeben und sich dem harten Wettbewerb im kapitalistischen Westen stellen. In seinem Bild Kampf ums Dasein begegnet uns ein Schlüsselwerk. Herrmann führt den Pinsel wie ein Florett. Auf den Schultern lastet sein Wissen und vor den Lebensumständen einer immer komplexer werdenden Welt
bringt er sein Bild auf die Leinwand.